Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Oh yeah. Und ich habe vergessen, auf 720p zu stellen, aber egal. Dann kommen wir heute damit noch klar. Und dann machen wir jetzt erstmal die ganze Aufnahme heute mit 1080p. Und nächste Aufnahme mit 720p anfangen und dann gucke ich mal, wie das Ganze ist. Vielleicht war das auch nur Zufall, dass die Performance runtergerutscht ist. Und ich meine, auf 50 FPS ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich sowieso auf 30 FPS runterrender. Deswegen wird das alles schon kein Problem sein. Aber ich gucke mir das Ganze natürlich an, sobald es fertig gerendert ist und entscheide dann, wie ich weitergehe. Ansonsten kleine Mini-Lags, so wie hier jetzt gerade, wo wir 7 FPS verloren haben, ist jetzt nicht so schlimm. Und was zum Teufel? Wer ist das da hinten? Was macht ihr da? Khajiit? Die Khajiit genießen hier kein Vertrauen. Und darum lebt ihr auf dieser Mini-Insel? Das ist übrigens nur eine Halbinsel. Ha! Man hat euch betrogen! Wo sind sie hin? Jungs? Hä? Sind das Katzenfische? Sie sind einfach weg. Jungs, ihr trinkt doch. Was zum Teufel geht hier ab? Hä? Die sind einfach weg. Einfach verschwunden. Da sind sie doch, ich sehe sie. Ich kann dir da nicht helfen, tut mir leid, du musst wohl sterben. Ich kann dir nicht helfen, ich kann unter Wasser kein Schwert ziehen. Ich wünschte, ich könnte. Na gut. Ah, die anderen wurden schon von den Schlachtfischen umgebracht, oder? Ne, da hinten sind sie. Glaube ich zumindest. Ne, das sind ganz normale Felsen. Sie ist ganz alleine, wo ist denn der Rest hin? Skurril. Aber egal, wir wollten ja sowieso erstmal hier hin. Warum bleibt er denn stehen? Weil der Anker ist ja auch gelichtet, ne? Ja, der Anker ist gelichtet. Kann man so blöd sein? So, geschafft. Das ist. Wir holen jetzt erstmal den beschworenen Bogen raus. Weil wir den auch noch nicht gesehen haben auf dem PC. Schönes Ding. Los, holen wir uns was zu essen. Bei den Göttern. Ich werde froh, sein Himmelsrand nicht. Blut ist stark überbewertet. Oh, herrlich. Ich wollte eigentlich zuerst den hinteren treffen, aber ich dachte, das wäre lustiger, wenn wir zuerst den vorderen töten. Wo ist er jetzt hin? Anstatt mal alle zu warnen, hier ist ein Mörder unterwegs. Nein. Hä? Noch jemand? Oh. Nur ein Kratz. Wir spielen doch jetzt auf Experte, oder nicht? Ja. Aber die sind schwächer geworden auf dem PC. Kann das sein? Kann das sein, dass normal auf dem PC schwächer ist? Als auf der Xbox 360? Ist das möglich? Irgendwer schmiedet hier. Hier ist schon mal nichts. Wieso gibt es einen Schmied auf einem Schiff? Ist das normal? Tja, das ist nun alles vorbei. Der Leutnant sagte, man könne den Rauf von Weißlauf sehen. Ja, ich bin froh, dass wir nun endlich abtreten können. Ich bin es leid, mich ständig umdrehen zu müssen. Wir können uns gemütlich zurücklehnen, uns entspannen und die Reise nach
Ja, entspannt euch. Ich bin gleich bei euch. Ich muss sowieso die Tür knacken für die Erfahrung. Ah! Ach komm, bitte. Bitte. Dreckige Schlösser. Auf dem PC genau das gleiche Problem wie auf der 360. Kriegst du nicht geknackt, die Expertendinger. Ha. Zu genießen. Na du, wer hätte die Tür aufgemacht? Wie wär's damit? Was zum... Was? Seit wann sind das Zauberer? Was? Ich hätte etwas gehört. Hier drüben! Haltet! Huch, was zum... Hab euch! Okay. Wir holen Auriels Schild und das Schwert raus. Wo kommt der denn her? Oh Gott, ich bin in die Ecke getrieben worden. Die sind echt schwächer geworden. Seemann. Die waren doch auf der Xbox stärker, oder haben wir doch auf Legendär gespielt? Aus Versehen. Kann ja sein, dass wir einen Bug hatten, der einfach den Schwierigkeitsgrad gestärkt hat. Das ist natürlich auch möglich. Nichts ist unmöglich. Toyota. Haben wir irgendwas Schickes für uns? Kaiserliches Schwert, Elfenschwert, kaiserliches... Wir haben den Schmied gefunden. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Woher weißt du, wo ich bin? Yeah. Ist das alles, was ihr könnt? Ich kann noch viel mehr. Zum Beispiel Türen öffnen. Huch. Ich wollte dich nicht stören, tut mir leid. Massakriere hier einfach gerade alles. Ob jemand im Gefängnis ist? Kann ich die knacken? Nö. 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 Schade. Hier geht's hoch auf das Deck. Aber wohin sagt uns der Pfeil, dass wir hin müssen? Gehen wir erstmal an. Wobei, ans Deck können wir später gehen, wenn wir flüchten, ne? Stimmt eigentlich. Auf dem Kreis zu laufen. So, großer Seelenstein gehört schon bei uns. Das ist gut. Ein Eisendolch unter dem Tisch. Wieso auch nicht? Da ist der König drinne. Huch, him, was? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gehen wir wieder rein. Jetzt wäre es zum Beispiel schon ärgerlich gewesen wegen den Ladescreens auf 360 und jetzt sage ich ja, gar kein Problem, 10 Sekunden, weniger sogar. Meister? Höchstwahrscheinlich hat irgendwer hier einen Schlüssel für. Aber ich bin jetzt zu faul, um alle Leichen zu untersuchen, die ich getötet habe. Außerdem brauchen wir sowieso die Erfahrung, ne? Auch wenn wir nicht mehr so viele Dietrich haben. Aber ich glaube, die letzten Dietriche, die wir hatten, ich glaube, wir sind auf 99 runtergegangen und haben den Rest in unsere Tour gelegt. Bin ich der festen Überzeugung. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Hatte ich schon erwähnt, dass ich es schade finde, dass man kein Dietrich hier craften kann, also schmieden. Ich glaube, das hatte ich sogar in den letzten Folgen erwähnt. Weil ich habe gerade irgendwie so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis. Mit diesem scheiß Meisterschloss. Ach komm, okay, bei diesem weißen Punkt müssen wir suchen. Irgendwo um den weißen Punkt herum. Yeah. Und wieder einmal zeigt sich, dass Kommandant Maro ein Dummkopf ist. Ich habe ihm gesagt, dass man die dunkle Bruderschaft nicht aufhalten kann. Niemals. Los, haltet euch nicht zurück. Ihr seid doch nicht den ganzen Weg gekommen, um jetzt nur zu gaffen. Habt ihr mich erwartet? Aber natürlich. Wir beide haben eine Verabredung mit dem Schicksal. Aber so ist das eben mit Assassinen und Kaisern, oder?
Ja, ich muss sterben. Und ihr müsst den Stoß ausführen. Ganz einfach. Aber ich frage mich, würdet ihr einem alten Mann noch ein paar Worte erlauben, bevor ihr die Tat vollbringt? Natürlich, natürlich. Ich bin ganz so. Ich danke euch für eure Freundlichkeit. Ihr werdet mich töten und ich habe dieses Schicksal akzeptiert. Doch ungeachtet eures Lebensweges spüre ich in euch einen gewissen Ehrgeiz. Ich bitte euch also um einen Gefallen. Der letzte Wunsch eines alten Mannes. Es gibt viele, die mich tot sehen wollen. Doch einer hat alles in Gang gesetzt. Diese Person, wer auch immer er oder sie sein mag, muss für ihren Verrat bestraft werden. Wenn ihr eure Belohnung für meinen Tod erhalten habt, möchte ich, dass ihr die Person tötet, von der der Befehl kam. Würdet ihr mir diese Gefälligkeit erweisen? Ich denke über eure Anfrage nach. Ich danke euch. Dann gehen wir jetzt zum geschäftlichen Teil über, hm? Wie cool. Schön in Szene gesetzt. Nun, ich werde nicht kämpfen, also können wir es auch hinter uns bringen. Ja. Guck mal, ich glaube, hier war irgendwas Interessantes noch bei dir. War hier nicht schon so ein Stein von Barentzia? Oder Barentia? Wie spricht man die aus? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube Barentzia. Aber ich glaube Barentzia ist ein R, ne? Barentfira. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Die Oblivion-Krise. Ich hätte schwören können, hier wären Steine gewesen. Aber knacken wir erstmal nochmal das ganze Zeug auf, ne? Ach komm. Aber zumindest haben wir Schlossknacken gleich wieder auf 50. Es verbessert sich, Freunde. So, ich wollte es nur aufknacken. Ich hätte schwören können, hier war ein Stein. Also können wir es auch hinter uns bringen. Ja, du nervst mich jetzt, ey, komm. Nee, hier war nichts, ne? Naja. Hauptschlüssel der Kataria. Hätte ich doch noch knacken sollen, das Ding, egal. Huch. Okay. Was ist jetzt unser Auftrag? Zurück zur Bruderschaft oder was? Ah ne, zurück nach Weißlauf, stimmt ja. Die Dinger da hinten oder was? Meinten die die als Feinde oder den Krebs als Feind? Oder das Schiff als Ganzen? Okay, im Wasser können wir sowieso nicht warten. Hallo Jungs. Selbst auf Experte halten die nicht mehr so viel aus, ne? Sollten wir eventuell eine Schwierigkeitsstufe höher gehen noch? Meint ihr, das ist gut? Wir können es ja mal testen, wir können es ja jederzeit zurückstellen, ne? Gehen wir mal auf Meister. Mal gucken, wie wir uns auf Meister schlagen. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt für alles offen. Hier war doch immer noch ein Krebs da. Krebse. Die halten auch nichts aus. Na gut, dann reisen wir mal. Ich bin gespannt, wie wir auf Meister durchhalten. Wenn wir auf Meister schon richtig gut durchhalten werden, werden wir es höchstwahrscheinlich auf Linken der stellen. Oh, Regen. Optimal, um zu testen, ob die Einstellungen gut sind. Gerade wenn wir laufen. Ja, keine FPS-Einbrüche. Ich weiß nicht, warum ich zwischendurch FPS-Einbrüche habe. Vorsichtig! Es kann nicht daran liegen, dass ich irgendwie schlechte Leistung habe. Weil ich meine, wenn es bei Regen funktioniert, wenn ich bei Regen keine FPS-Einbrüche habe, was sagt ihr denn so? Ich hab dann kann das eigentlich gar nicht sein. Es muss einfach zufallsbasierend sein. Oder dass der Rechner irgendwie für ein paar Minuten oder ein paar Sekunden nachdenkt. Über irgendetwas, zum Beispiel, was esse ich heute Abend zum Mittag oder so. Ja, abends kann man zum Mittag essen, das mache ich zum Beispiel immer. Gegen 18 Uhr esse ich zum Mittag. Bisschen komisch, ich weiß, aber man gewöhnt sich daran. Aha, ihr seid zurück.
Titus Mede der Zweite ist tot. Ich weiß, ich habe vor wenigen Augenblicken davon erfahren. Das ist herrlich. Ihr wisst ja gar nicht, welchen Dienst ihr dem Kaiserreich, ja ganz Tamriel damit erwiesen habt. Ah, aber für Politik interessiert ihr euch nicht allzu sehr, richtig? Ihr wollt Geld. Und Geld sollt ihr haben. Euer Lohn wartet in einem Versteck auf euch. Er befindet sich im Inneren einer Urne, in eben jener Kammer, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind. In Volonroth. Schlechtes Versteck, mein Freund. Sammelt euer Geld ein und mögen wir einander nie mehr von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Den Göttern sei Dank. Aber wir hatten eine Abmachung. Ist das gerade wirklich geschehen? Ihr habt gar nichts gesehen. Wollt ihr mich verarschen oder was? So, der Typ ist tot. Wir klauen seine Sachen. Jetzt kann der nächste Kaiser zusehen, wie er klarkommt. Was zum? Jemand muss etwas unternehmen. Ihr wollt dich prügeln? Mal gucken, wie stark ihr auf Meister seid. Ja. Das könnte problematisch werden, gegen die zu kämpfen auf Meister. Aber ich krieg das hin. Jetzt stirbt eigentlich Sturmmantel. Mann! Wieso hast du einen Namen, Rexus? Wer bist du? Und wieso hältst du nichts aus? Du bist ein Kaiser. Was macht der Kaiserliche hier? Und wieso heißt der Rexus? Sorry, Sadia, ich wollte dich nicht treffen. Oh, der macht mir richtig viel Schaden, ey. Fliehen wir erstmal. Aber finde ich ganz cool so auf dem Meister. Oh, halten die ein bisschen mehr aus. Ja, ist gut. Oh Gott, sie sind alle hinter mir her. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ja, ich wollte nur die Mädels loswerden. So, holen wir unseren beschworenen Bogen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Okay, vielleicht stellen wir doch wieder eine Schwierigkeitsstufe zurück. Ich glaube, Meister ist doch ein bisschen zu hart, ne? Also wenn wir von Anfang an auf Legendär gemacht hätten, wären wir jetzt in einem viel höheren Level und deswegen hätten wir auch locker auf Legendär spielen können. Aber wir haben ja von Anfang an auf Adept gespielt, deswegen lassen wir mal auf Experte, ne? So, legen wir kurz die Waffen weg, damit die Mädels weggehen. Verzieh dich, Mädel. So. Wunden schließen. Und dann prügeln wir uns nochmal mit ihm, ne? Dann wollen wir mal sehen, wer hier die dicke Reihe hat. Komm. Ah, ich höre mal langsam mal bis drauf in den Blocken. Da muss ich einfach nur dran gewöhnen. Dann ist es richtig easy. Na komm. Boom. Da ist er kaputt. So, laufen können wir, fliehen können wir immer noch nicht. Obwohl wir hier keine Gegner in der Nähe haben, ne? Was zum? Da! Sag doch einen Ton, Weib! Kann doch nicht hell sehen, wo du bist. Die blockt auch gut ab, ey. Aber ich bin das Drachenblut. Und darum stirbst du! Ich brauch sowieso Pfeile. Weil ich immer zu vergesslich bin und meine Pfeile vergesse. Sammeln wir einfach neue auf. Ganz klar. Gut.
jetzt können wir wieder reisen. Und zwar wollen wir nach Volonruth unser Geld abholen, würde ich mal glatt behaupten. Und wenn das jetzt nicht 50.000 Goldstücke sind, dann werde ich aber pissig. So, eine Truhe, cool. Immerhin schon mal ein Teil Gold. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war eine höhere Summe, die man da bekommt. Oder ein Amulett oder so. Irgendwas Wertvolles hat man da, glaube ich, bekommen. Huch. Ah, die Gebeine schon wieder. Fährt sie durch Gebeine. Lass mich hier durch. Wo ist eigentlich sein Kumpane? Der stand doch hier doch. Oh, 20.000. Will ich bei Nazi? Im Leben nicht. Das ist mein Gold. Er kriegt das nicht. Er kriegt das nicht. Doch, wir müssen leider zu Nazi. Leider müssen wir hin. Ja, es ist gut. Scheiß Gebeine. Muss Ausgang. Denn wir wollten ja die Bruderschaft zu Ende bringen und deswegen werden wir das auch tun. Leider Gottes würde es uns... Wird er uns das Geld wegnehmen, glaube ich. Ich hoffe ja mal nicht. Vielleicht können wir ihn ja anlügen. Oh, war leider kein Geld drin. Pech gehabt. Aber das Gute ist, wir sind jetzt der Meister, der Herr dieser Zuflucht. Und wir können bei Nazi immer wieder Quests annehmen, wenn wir mal Langeweile haben oder so. Einfach mal ein paar Leute töten, Geld verdienen. Aber ich konnte doch das Ding aufmachen vorher. Ah. Und? Was gibt es über den Kaiser zu berichten? Titus Mede II. Ist tot. Er starb durch meine Hand. Wirklich? Ja. Eine bessere Nachricht hättet ihr uns nicht bringen können. Trotz der jüngsten Ereignisse ist dies ein glücklicher Tag für uns, mein Freund. Trotz vieler Schicksalsschläge seid ihr der dunklen Bruderschaft treu geblieben. Ihr habt uns alle gerettet und dafür gebührt euch mein ewiger Dank. Ich muss natürlich fragen, wie viel Mortier für die Ermordung des Kaisers bezahlt hat. Fünftausend Goldstücke. Oh, ist das alles? Wirklich? Ja. Kommt schon, ihr haltet den alten Nasir doch zum Narren. Das Leben des Kaisers muss einiges mehr wert gewesen sein. Kein Scherz. Man sollte doch meinen, dass ein Kaiser zumindest doppelt so viel wert ist. Dieser mutterlose Geizhals Mortier soll verflucht sein. Also, wenn ihr mich fragt, geht ihr am besten zum Rattenweg in Rifton und sucht dort Delvin Mallory auf. Astrid hat euch doch schon einmal zu ihm geschickt, nicht? Mallory ist ein Akquisitionsexperte. Mit dem Geld können wir diese Zuflucht renovieren und neu ausbauen. Sie zu einem echten Zuhause machen, hm? Ach verdammt, jetzt muss ich das Geld trotzdem ausgeben, ne? Oh Mann. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, wir beenden für heute die Folge. Und sehen uns morgen wieder. Morgen dafür jetzt aber in 720p. Jetzt beende ich nämlich die Aufnahme für heute. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Obwohl, eigentlich hat das doch funktioniert, oder? Ich weiß es nicht. Ich werde erstmal rendern und dann testen. Und dann vielleicht morgen in 720p. Ansonsten wieder 1080p. Haut rein, euer Zero. Tschüss.